Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Final Fantasy X-2 HD. Perfect Game. Und wir wollen heute etwas machen, beziehungsweise, naja, wie soll ich sagen, ihr wisst ja im Prinzip, wie es geht. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wir gehen erstmal auf Besaid. Obwohl ich in der letzten Folge noch so gedacht habe, das wird ja ätzend, muss ja wieder aufnehmen, muss ich ja eigentlich nicht, denn ihr könntet auch einfach in Folge 34 schauen. Ja, die Rede ist von der Revolverheld-Mission Teil 2. Werde ich nicht onscreen machen, mache ich offscreen, weil es einfach nur langweilig ist zum Zuschauen, finde ich. Und ich habe es ja schon mal gemacht und erklärt und getan. Also Folge 34, ihr wisst Bescheid. So. Kipper vom Dorf oder im blauen Zelt, also im blauen Zelt. Den muss man auf jeden Fall vor der Mission machen. Denn wir müssen ja weiterhin mit PR-Duell aufwarten und abarbeiten. So. Da. Genau. Also, einmal ab ins blaue Zelt. Einen wunderschönen guten Tag. So. Kippa! Nein, ich wollte nicht mal mit dir reden. Nach dem Training direkt auf Monsterjagd. Das hält kein Mensch aus. Ach du Pussy. So, PR-Duell 1, wie immer. Und tschüss. Mehr wollte ich gar nicht von dem. Und ja, da ist nämlich nach der Mission weg. Fragt mich nicht warum. Es ist so. Er ist nach dieser Mission weg. Es ist ein Mysterium von Final Fantasy X-2, dass manche Charaktere einfach verschwinden. Aber es ist halt manchmal so. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Halt. Ich muss da hier runter. Und dann ins größte Haus. Zufälligerweise das, wo wir hin müssen. Guten Tag. The fiends? They're coming from inside the temple. But it's all right. Waka and the others fought them off. Luckily, no one was hurt. Guess your friendly neighborhood Goldwings won't be needed. Any fiends they missed may still be wandering around. Waka and the rest split up to track them down. Give them a hand. The Goldwings are on the job. We'll even give you our special bargain price. That's nice. Sorry, Lulu. That's okay. It's all right. Now go. Take a look around. People in the village will feel better knowing you're here, Yuna. Ja, natürlich. Super Einstiegspreis für die gute alte Heimat. Nur 1 Million Gil, nicht 5. What you up to? Installing a comm sphere. You never know when you might need a comm sphere. A new invention of yours? Shinra, did you fall and get a poo-poo? Here's the perfect guinea pig. Oh, I can see Yuna! Huh? The comm sphere transmits an image back to the airship. Oh, neat. Oh, more! More! How asinine. Yuni! Yuni! Something's up! What's there to decide, Waka? We can finish off the fiends right here and now. Burning down a temple is going too far. You have another suggestion? We have to do something. What if the fiends keep coming? Or maybe you don't mind putting your family in danger. Hey, all we gotta do is stop the fiends, yeah? Jo, laufen wir den Kollegen mal hinterher. Da habe ich zwischendurch ein Wort bei Lulu verstanden, wo ich auch so dachte, naja gut, könnte auch was anderes bedeuten. Also statt fought them off habe ich, naja, könnt ihr euch vielleicht denken. F-U-C-K. Gut. Backlam. Walkers inside, fighting fiends. It would be so simple to burn this place down and take the fiends with it. Praying to them never did anyone any good.
You're the one who destroyed Sin. You should know. Going to help him? I won't wait much longer. You want to see it burn that badly? It's for the safety of the village. Naja. Befreie den Tempel von den Monstern. Im Tempel, in dem Yuna ihre Prüfung absolviert hat, sind Monster aufgetaucht. Wenn du sie nicht am schnellsten besiegst, wird Becklem Feuer legen. Besieger der Monster. Das wäre nur spannend, wenn es hier ein Zeitlimit gäbe. Leider ist das Spiel etwas zu casual ausgelegt für ein Zeitlimit. Ich sag nur Final Fantasy 8, erste Mission, ja? Such dir ein Zeitlimit aus für ein Dungeon, den du nicht kennst. Ey, ich meine, das war noch herausfordernd, ja? Vor allem ein Kampfsystem, was man dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennt. Und überhaupt. Übrigens, nicht vergessen, bei der Revolver-Mission dann diese Wand aufzuschießen. So wie... erstmal dieses Item hier noch mitzunehmen. Und natürlich so viel einzusammeln an dieser Stelle, bis ihr genug habt, um dann hier auch die ganzen Tombarios zu zerstören und dann hier auch diese Wand aufzuschießen. Wie gesagt, mache ich alles offscreen. Wahrscheinlich nach dieser Folge, damit ich es nicht vergesse. Aber ihr bekommt halt hinter der ersten Wand nur ein Muster und hinter der zweiten einen Eisring, von daher, naja. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, spart's euch. Es ist einfach nur aus Gaudi. Bekommt auch keine Prozent dafür. Just saying. Walker! You okay? Just a few scratches, huh? Nothing to worry about. There are too many. Let's get out while we can. The man was right. We have to use fire. Whatever's controlling the fiends must be down there. Take that bad boy out. And we won't need fire. Fair enough. Waka, stay here. Why? Wouldn't want you to overdo it, Daddy. Hey, wait up! Jo, dann wollen wir mal. Ist ja nicht sonderlich schwer, der Kampf, ne? Könnt ihr euch ja schon denken, nachdem ich hier Yojimbo so weggeklatscht habe, dass dieser Kampf noch trauriger sein wird vom Schwierigkeitsgrad her. A.K.A. nicht vorhanden. An Aeon? An Aeon? Ich spiele dieses Spiel viel zu häufig. Something's not right. Walker, stay back! It's not safe! Das ist furchtbar. Ich feiere das gerade schon wieder. Es ist Monate her, dass ich das zuletzt gesehen habe, diese Sequenz. Und ich weiß es trotzdem noch mehr oder weniger auswendig. Oh, One-Hit. Ups, guter Boss. Ja. Aber Falfares hat halt bloß 8430 HP. Tja. Ah, mal wieder Internet weg. Es ist mal wieder 3:30. Klassiker. Ich dürfte übrigens keinen Reconnect haben, ne? Hab ich schon mal in Final Fantasy 15 gesagt. That was my very first Aeon. Mir fällt gerade was ein. I grew up here in Bisset. Egal. This is my home. I became a summoner here. This is where I first met you. I have to protect this place. Yuna. The job's done. I see. Glad to see you're not hurt. Or are you? Aren't you going to be a father soon? What if something had happened to you? What then? Quiet, meanie! It's okay. What can I say? He's got a point. Waka. If we die trying to save one memory, we risk losing them all. But what if it's a really important memory? Yeah, memories are nice, but that's all they are. It's an outbid saying, yeah? Well, yeah, but... Yuna, you all right? Yeah, just fine. I'll be waiting.
Talk about a one-track mind. Memories are just memories, yeah? Fiends ever come out of the temple again, I may really have to burn it. I guess so. But call me before you do. We'll save fire for our last resort. You got it. Erinnerungen sind süß, aber das ist alles. Tiefsinniger als man denkt. Nee, mir ist gerade was eingefallen eigentlich. Es ist eigentlich clever, sich einen Charakter im Kampf, in den Kämpfen zu halten für AP. Warum habe ich denn eigentlich rausgenommen? Die gute alte Pain. Hätte ich ja wenigstens noch die Schleife trainieren können. Aber naja, egal. Egal. Die 15 AP sind in Ordnung, wenn die fehlen. Man muss halt dann bloß hier so ein bisschen Ordnung machen. Warte mal. Nehmen wir nämlich nicht Minerva Boost hier, sondern wir nehmen natürlich das einzig Sinnvolle, die Glühbirne. Für Triple AP. Turbo Schwarz ist leider so useless bei ihr. Naja. Zeit sagt, wir können noch was. Ja, wir müssen eh nochmal nach Besaid. Und zwar für... Jetzt muss ich scoren, ne? Ja, genau. Also wie gesagt, Revolver halt Teil 2 mache ich offscreen. Halt bis jetzt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind halt fix noch die PR-Duell-Späßchen. So, das muss ich überlegen. Warte mal, nee, hier ist keiner mehr. Wie gesagt, Kipper ist weg, ne? Kipper ist jetzt in diesem Moment weg. Ich warne davor immer wieder, aber man muss es halt auch, weil es echt merkwürdig ist, dass er einfach verschwindet. Nach dieser Mission. Was war das denn gerade? War da gerade irgendwie ein Text unten? Hä? Was? Komisch, komisch. So. PR-Duell 2. Heirat 3. 1. Ladenbesitzerin 5 und 3. Ladenbesitzerin. Guten Tag. Na, was geht, Tussi? 5 und 3. So. Muss noch kurz was schauen. Nee, okay. Oder? Naja, haben wir mehr als genug alles. Und Raritäten bereits ausverkauft. Ja. Weil wir sie ja gekauft haben. Die einzige Rarität, die sie hatte, war dieser komische, hässliche Schlüssel. So, Kind mit rohem Urteil bei im Tempel. Ah, ja. Ah, ne, Frau von Hund noch. 4-4. Hallo? Wie sie mich ignoriert? Dankeschön. 4-4. Und haben wir noch, wie gesagt, das Kind mit dem roten Oberteil. 3. Ah, das ist das mit dem roten Unterteil. Manchmal ist es auch vorm Tempel, manchmal eben hier im Tempel. Manchmal ist es auch nirgendwo, weil es in dem Moment, wo man reingeht, genau, irgendwo verschwindet. So, PR-Duell 3. Und dann müssen wir das nicht mehr machen. Ihr müsstet jetzt theoretisch hier wieder diese Suchserien-Quest machen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ne, dann. Aber ich habe schon in Kapitel 1 oder 2. 1, 2, 1. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir da ja schon das. Das Späßchen gemacht. Mit dem Besaid-Schlüssel. Ich glaube Kapitel 1. Blablabla. Ich muss gerade alles mögliche überspringen. Ah ja, hier müssen wir als nächstes hin. Weil eigentlich hätte ich hier viel, viel, viel mehr gemacht laut Plan. Hier das ganze Ausgraben von diesen komischen Spheroiden. Da links vor Dat. Nee, es war nicht Dat, das war Jash. Und stattdessen können wir jetzt einfach durchlaufen. So sparen wir uns zumindest in diesem Kapitel Zeit. Kapitel 2 war's. Weil Kapitel 1 hat man diese andere Mission. Wo man hier zum Beispiel rechts hoch geht. Wo man... Genau, wo man für Wacker das Tor aufmacht. Also, beziehungsweise das Tor aufmacht und der Wacker schon drin ist. So rum. Naja,
Also, wir haben jetzt hier nochmal das lustige... Ah, ich vergesse immer, erster oder zweiter? Erster. Das zweite ist das Fake-Ding. Fake News. Mondring. Jawohl. Einmal nach oben wieder. Danke, danke, danke. Und weiter. Das Seid Talfahrt, nicht zum Strand. Ganz oben war ja. Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Das ist bloß der nächste, das wäre auch Dings zum Strand. Genau. Müssen wir zur Bucht springen, das ist ja schon. Sind wir ja nur schon gewohnt. So, und zwar. Genau. Das hier. Na? Kletter. So. Und hepp. Einmal die Explosion und einmal. Naja, Peanuts. Muss man leider so sagen, es sind für uns einfach nur Peanuts. Ich meine, man kann im Bösum später 2500, weiß ich nicht, in einem Fünfviertelkampf grinden oder sowas. So. Dann einmal wieder zurück. Ab in diese lustige Höhle hier. Schubdawupp. Na. Genau. Und zwar haben wir ja nochmal den Weg, den wir zum Glück jetzt mal nicht bis ganz oben laufen müssen. Denn das haben wir schon gemacht. Ganz oben, wenn ihr den Weg weiterfolgt, gibt es ja dann die Kostümblätter mit dem tobenden Giganten. Wenn ihr es nicht schon habt, ansonsten könnt ihr euch die Kiste auch sparen. Also, dann... Dup, 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 dup. Genau, einmal hier hin, einmal dahin, einmal hier runter. Lustige Kamera führen, immer wieder toll. So, haben wir auch die Kiste. Mit den zwei High Potions und dann sind wir hier soweit durch. Zu guter Letzt dann, wie gesagt, mache ich jetzt offscreen dann noch das Revolver-Späßchen im Tempel, ne? Der zweite Teil davon. Ich finde schade, dass hier nichts mehr ist, irgendwie. Okay, was müssen wir denn jetzt noch machen? Schaffe ich das noch? Eigentlich nicht, ne? Ich würde eher sagen, es war eine kürzere Folge. Wenn es mir auch leid tut, aber das nächste Völklein ist dann sonst wieder zu lang. Ihr wisst, als nächstes kommt Luca. Mirenstraße wäre auch viel zu lang. Ja gut, Funguspass könnte ich jetzt noch... Ach komm, wir machen noch schnell Funguspass, da haben wir's weg. Da passiert eh nicht sehr viel. Das kann ich euch schon mal spoilern. Funguspass, auch wenn jetzt hier das Ganze markiert ist. Als aktive Verbindung, aber das Möwenpack gilt wohl als Anhänger der Liga. Wir haben ein Notsignal empfangen, Zeit für den Möwenpack-Hilfsdienst. Jo. Ich überlege gerade. Aber nee, ich glaube... Nee. Ich glaube, fail kopiert habe ich es nicht. Ansonsten mache ich jetzt eine Mission, die ich noch nie vorher gemacht habe, aber das wäre merkwürdig. So, zuallererst haben wir natürlich den Kollegen, der hier fleißig wieder sein Gerät rausholt. Ich meine, installiert. Ja, Spherophon-Installation, Möwenpark. Die Spherowellen sind ungünstig. Das Spherophon funktioniert nicht. Ja. Dann lass mal erstmal weglaufen. Denn wir haben natürlich hier wieder unsere lustige. Ja, versteckte Ecke. Und da haben wir natürlich auch hier wieder die Kiste. Mit 2000 Gil. So, Preisfrage, wie heißt der Kollege? Ich hab's vergessen. Sir Mien. Oder so. Sir Fungus. Ne, der hat irgendeinen Namen. Ich glaube, das sagen die auch im Fall, wenn sie zählen, aber es sind so Sachen... die dann doch zu tiefgehend sind. Auch wenn ich ein Perfect Game zu so einem Spiel gemacht habe, das ist dann so Side-Story-Zeugs, was ich mir auch nicht merke. Gullwings here. Where are the fiends? No need for concern, Lady Yuna. Everything's under control. The fiends got close to our headquarters, but thankfully no further.
The Albed from Jose assisted us in fighting them off. So, Gibble was here? Yes, his group also brought us these Machina. You know, he said something which still strikes me as sort of odd. He told us not to depend on you so much, Lady Yuna. Me? He said we need to rely on our own strength to defend Spira through the coming age. Lady Yuna, if I may interrupt, there is something I would like to ask you. Sure. As you are probably aware, we have not heard from Maven Nuge, our leader, in some time. Lady Yuna, have you no information as to his whereabouts? I'm sorry, but we don't know any more than you do. I see. If we see him, we'll tell him to return here. Thank you. Jo, und mehr kann man ja auch nicht machen. Na, man kann jetzt nochmal mit der hier reden zum Beispiel. Aber da sagt die bloß, durch den Angriff der Monster und die Abwesenheit des Führers ist die Liga ziemlich instabil. Tja, so ist das, wenn Diktatoren fehlen, dann ist das Land ganz genau... was? Falsches Thema. So, und was sagt der noch Neues? Gippel ist ein richtiger Mann. Okay. Genossen des Möwenparks, seht euch diese Verteidigungslinie an. Ja, vor allem die Speck im Afton hier ist natürlich großartig. Im Jose-Tempel sollen Monster aufgetaucht sein. Die Apparatisten haben alle Hände voll zu tun. Und was hast du so? Klasko sehe ich in letzter Zeit gar nicht mehr. Der ist ja auch weg. Was sagt die Albed, Dame? Eine verbesserte Version aus Bivell. Es wird die Monster niedermähen. Auch wenn die Liga Bivell nicht mag, ist das Benutzen von Apparaten für sie das kleinere Übel. Ja. Was sagt denn die da? Es sind zwar viele Monster da draußen, aber wir können sie zurückhalten. Tja. Ihr seid halt schon krasse Leute, muss ich sagen. Gut, aber soll es heute wieder gewesen sein. Zumindest noch ein Funguspass schnell abgehakt. Na, das ist sowas Kleineres, was halt nicht viel bringt. Hier wird der Hilfsdienst wohl nicht gebraucht. Und was hast du so? Ah, das Möwenpack. Wir sind gerade in einer Besprechung mit den Apparatisten. Ah ja. Ja, und mehr sagen die auch nicht, ne? Das ist halt wirklich so der gesamte Inhalt vom Funguspass schon gewesen. Also wieder mal so 5 Minuten schnell was anderes gemacht. Beim nächsten Mal gibt es dann in Lucca wieder mal das Ferro-Break-Turnier. Da ist sozusagen die zweite Möglichkeit für euch, wenn ihr es noch nicht geschafft habt, im ersten Durchlauf eure Kostümpalette zu vervollständigen. Also halt weißes Siegel und Schatzsucher. Nur nochmal als Hinweis, dass ihr jetzt nicht irgendwie vorspielt, weil ihr denkt, das ist eh wieder das gleiche. Achtung, Achtung, guckt nochmal nach, ob ihr das beides habt. Ich habe halt schon das Glück gehabt, beides in einem Mal, also mit einem Mal zu bekommen. Da war ich auch ganz happy drüber. Und tja, das ist eure letzte Gelegenheit, wenn ihr es sozusagen nachspielt, denn nach dem dritten Durchlauf gibt es keinen mehr. Dann ist Schluss. Gut. Und dementsprechend sollte es das auch für heute wieder gewesen sein. Ich mache jetzt offscreen hier Revolverheld Teil 2, wie gesagt, und beim nächsten Mal Sphero Break Turnier. Und dementsprechend macht's gut, bis dahin und tschüss. I finally found you. Is that really you? It is me, Shuyin.